3000 Euro. Wollt ihr mich verarschen? Das Programm kostet 3000 Euro. Nein, kaufe ich nicht. Hallo, mein Name ist Livius und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Ja, heute zeige ich euch, wie man in Minecraft ein Resource Pack macht. Ganz richtig. Dafür braucht ihr folgende Programme. Zum ersten braucht ihr ein simples Bilderbearbeitungsprogramm, was wir nur dafür nutzen werden, um bestimmte Sachen aufzuhellen oder abzudunkeln. Ich benutze dafür Pixelmator, ist nicht kostenlos. Ihr könnt auch eine Alternative verwenden, aber ich habe hierzu eben hier Pixelmator. So, dann ein mehr oder weniger Profi-Bilderbearbeitungszeug. Damit wir auch die einzelnen Pixel abändern können, könnte man auch mit Pixelmator machen. Ich entscheide mich dafür aber für den Affinity Designer. Alternativ werde ich manchmal vielleicht auch Affinity Photo benutzen. Aber nun gut, was soll's. Gut. So, um die Audiodateien zu öffnen, um quasi irgendwas zu überarbeiten, wie die ganzen Pfade hier sind, zeige ich euch hinterher. Braucht ihr auch noch Audacity, damit ihr... Wir nehmen mal ganz kurz ein Beispiel. Diese OGG-Dateien hier. Die könnt ihr mit Basisprogrammen nicht öffnen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, mit welchem Programm man das alles öffnen kann, aber 100%ig mit Audacity. Deswegen braucht ihr auch noch das. Logischerweise braucht ihr natürlich auch Minecraft. Und ihr braucht ein Programm, mit dem ihr die MC-Meter-Dateien öffnen könnt. Das sind so Textdateien. Ich nehme dafür Textedit. Das ist nicht eingestellt, deswegen müsst ihr dann auf andere drücken. Erkläre ich euch hinterher. Es ist möglich, und das ist auch eine bessere Variante, das mit Notepad++ zu öffnen. Ich zeige euch das eben mal ganz kurz. Notepad++. Notepad++. Genau. Download. Ich weiß leider jetzt nicht, ob das auch für Mac ist. Na gut, das wäre die bessere Möglichkeit, dieses Programm zu nutzen. Ich nutze TextEdit, das Standardprogramm. Ja, genau. So, ich werde jeden Schritt, wie man ein Resource Pack erstellt, werde ich quasi mit dokumentieren quasi. Die Programme hätten wir jetzt auch durchgesprochen. Das heißt, ich erkläre euch ein bisschen die Grundlagen, die ihr beachten müsst, oder persönliche Tipps. Also, mein persönlicher Tipp ist erstmal, zieht das Finder-Fenster möglichst klein. So nämlich. Wie findet ihr übrigens mein Hintergrundbild? Da ist nicht wahr? So, da haben wir es wieder. OBS ist auch noch offen, ne? Wisst ihr ja, wegen Aufnahme. So, und wir brauchen, das wäre so mein persönlicher Tipp. Mein erster persönlicher Tipp, der ist, lasst auf jeden Fall Minecraft immer offen. Bitte, bitte Leute, achtet darauf. Ihr müsst doch nicht immer, wenn ihr einen neuen Snapshot von einem Resource Pack testen wollt, müsst ihr nicht immer Minecraft öffnen. Lasst das zum Kuckuck auf. Mann. Reicht's mir aber gleich. So, nächster Trick, während Minecraft startet, den ich euch einmal zeigen möchte. Und zwar ist das, das Pack direkt in den Resource Pack Ordner zu schieben. Ich glaube, bei Windows ist es Windows-Taste und R, wenn ich mich recht entsinne. Dann erscheint hier so ein kleines Fenster, da tragt ihr Prozent ab, da Prozent ein. Und dann sollte sich irgendwo der Minecraft-Ordner finden. Bei Mac geht es einfach, geht zu, Alt gedrückt halten, Library. So, dann gibt es hier einen Application Support. Da sind eure ganzen Programme drin. Unter anderem auch Minecraft. Da geht ihr rauf. Dann auf Resource Packs. Genau, hier habe ich schon mein anderes Dings bearbeitet. Dann geht ihr hier einmal hin. Genau. Kopiert euch mal euer Pack. Hier, das Livy. Livys 1.16 Pack. Resource Packs. Und rein da. So, jetzt muss ich erstmal ganz viele Objekte kopieren. Dadurch kommen wir auch gleich nochmal, warum er jetzt so viele Objekte kopiert. Kommen wir gleich zu. Währenddessen schauen wir uns erstmal Minecraft 1.16.1 an. So.
wie ihr gleich sehen werdet, habe ich ein privates Resource Pack auch noch drinne. Das ist noch nicht komplett. Aber na gut, was soll's. Na los, komm. Es dauert immer ein bisschen, weil er die ganzen Custom-Texturen noch laden muss. Das ist a bisschen. Na gut, hier siehst du, Liebes 1.16 Plastic Pack. Ja, wir dürfen. Da habe ich ja 77. Dann drückt ihr auf Option. Resource Packs. Das muss noch kopiert werden. Ich packe kurz mein Plastic Pack raus. Ich würde immer hier bleiben. Genau, hier erstmal bleiben. Ich kann es auch wieder reinnehmen, das ist besser. So, dann wird es noch kopiert. Es dauert noch ca. 7 Minuten. Und dann können wir auch schon beginnen. Das war es nämlich zu meinen persönlichen Tipps. Also, erstens, auf jeden Fall den Ordner direkt in den Resource Pack Ordner verschieben. Ich erkläre euch nochmal die Pfade für Windows. Meiner Meinung nach Windows-Taste und R. Dann erscheint hier so ein Fenster. Da gibt der Prozent-App da Prozent ein. Und dann findet ihr da irgendwo den Minecraft-Ordner. Und dann findet ihr irgendwo dann in dem Minecraft-Ordner den Resource Pack-Ordner. Und bei Mac ist es so, gehe zu, Alt gedrückt halten. Ne? Dann seht ihr hier die ganzen Sachen. Und dann drückt ihr Alt. Und dann erscheint die Library. Wie ihr seht, es gibt auch keine Tastenkombination dazu, weil es ein versteckter Ordner ist. Genau, damit andere Leute nicht einfach so eure Sachen irgendwie machen, weil im Library-Ordner ist alles Wichtige drin. Sei es zum Beispiel irgendwelche Spieldateien oder so. Ich erkläre euch nochmal, wie ihr im Prinzip jedes Spiel, in jedem Spiel cheaten könnt, wo es keine Cheat-Konsole gibt. Da mache ich nochmal ein extra Video zu. Ja, aber das kommt wahrscheinlich nicht demnächst, weil demnächst wird erstmal die ganzen Resource Packs Serie kommen. Das ist auch bald fertig. So. Bald ist er fertig. Ich mache kurz einen Cut, bis er fertig ist. So, da haben wir ihn schon. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich angesprochen hatte. Das mit den ganzen Dateien, die verschoben wurden. Ja, im Prinzip haben wir hier jetzt ein Default Resource Pack. Man findet im Internet nicht so richtig was zum Thema Default 1.16 Pack. Deswegen gucke ich mal, ob ich euch das zum Download stellen kann, das Default Pack. Deswegen habe ich auch hier nochmal nicht bewegt, sondern kopiert. Das nenne ich jetzt einfach um zu 1.16.1 Default bei Liwi 77. Perfekt. So, dann haben wir das Default Pack. Ich werde da wahrscheinlich noch was dran ändern müssen, weil das ist auch leider nicht komplett. Ich habe das mit ein paar Tricks, habe ich das so aus dem Finder herausgekitzelt, was da jetzt alles rein muss. Und das ist nicht vollständig, das Default Pack. Deswegen werden wir wahrscheinlich hin und wieder ein paar Texturen hinzufügen müssen. Und aus dem Grund habe ich hier das da gemacht. Und die Sounds, die waren auch nicht drin, ne? Deswegen muss ich mir extra Sounds downloaden. Ja, aber ansonsten ist alles klasse. So, dann gehen wir los. Also, was ich auf jeden Fall als allererstes machen würde, und womit es jetzt auch direkt losgeht, so wird die Folge benannt sein, und zwar Packbeschreibung und Packbild. Das Allerwichtigste. Also, wenn wir jetzt hier reingehen, dann fertig und nochmal reingehen. Okay, warte, ich beende das Spiel nochmal. Der zeigt meinen Resource Pack irgendwie nicht an. Aber was soll's. Kann sein. Kann möglich sein. So, jetzt muss er erstmal wieder vorbereiten. Das dauert immer so ewig in der 1.16. So, während Minecraft lädt, kann ich ja hier euch schon mal zeigen. So, ich hatte vorhin angesprochen, die .mcmeter-Datei. Da gibt es leider kein Standardprogramm. Deswegen müsst ihr öffnen mit andere. Dann sucht ihr nach Notepad++. Habe ich jetzt nicht. Dann nimmt TextEdit. TextEdit. Das ist ausgegraut, weil Mac denkt, dass es nicht zum Öffnen dieser Datei gut ist. Aber ihr seht, ha! Toll. Description. Da geben wir einfach mal ein. Mein Pack für ein
Tutorial auf YouTube. So, das speichern wir ab. Schließen das Tab, das Fenster meine ich. Und schon haben wir unsere Beschreibung verändert. Wir werden gleich mal gucken, ob es geklappt hat. Dafür gehen wir auf Optionen, Resource Packs. Und er hat die Description nicht gespeichert. Was ist denn heute mit Minecraft los? Pack.mcmeter. Öffnen mit andere. Wir sollten den Standard festlegen. So, dann Text. Edit. Immer öffnen mit. Öffnen. Mein Pack für ein Tutorial auf YouTube. Sichern. Naja gut, auf jeden Fall hat es geklappt. Wir sehen, es ist alles da. Ihr seht jetzt mein Plastikpack noch drin. Das nehme ich mal raus. Weil es ansonsten verwirrend ist, wenn ich dann noch ein anderes Pack drin habe. Ich werde es wahrscheinlich in mehrere Parts aufteilen und wahrscheinlich wieder cutten. Heute werden wir uns auf das Produktbild, um das Packbild und ja. So, gut, jetzt ist auch die Description da. Das hatte wahrscheinlich mit dem Plastikpack zu tun. Aber na gut. Mein Pack für ein Tutorial auf YouTube. Perfekt. Jetzt haben wir schon mal die Beschreibung verändert. Wir können auch einfach reinnehmen, aber es bringt ja nichts, weil das Default-Texturen sind. So, Pack.png. Das öffnen wir mal mit Affinity Designer. Unserem Programm, was ich vorgeschlagen hatte, kostet leider auch was. Die meisten Programme, die ich nutze, kosten was. Ich habe versucht, möglichst mit kostenlosen Programmen zu arbeiten, hat aber meistens nicht so gut funktioniert, weil einfach die Services von den kostenpflichtigen Programmen viel besser sind. Und wenn man sie einmal drauf hat, nehme ich das ruhig. Ihr könnt auch natürlich einfach Paint.net oder normal Paint oder so nehmen. Für Windows, wenn ihr kostenloses Programm haben wollt und Windows benutzt, würde ich auf jeden Fall Paint.net oder GIMP empfehlen. Für Mac natürlich auch GIMP. Weil GIMP ist auch für Mac. Also ihr nehmt am besten GIMP. Wenn ihr Windows habt, Paint.net. Ganz wichtig, nicht Paint. Das verwechseln so viele Leute. Paint.net und Paint ist nicht dasselbe Programm. Ja? Ja. Zeige ich euch kurz. Paint.net. Da. Schaut mal, das ist nicht von Paint. Paint. Sieht so aus. Ganz wichtig. So sieht Paint aus. So, Paint.net. Merken. Okay. Dann, ganz wichtig. Was wollen wir denn jetzt genau machen? Ich habe noch keine richtige Idee, wie wir das Bild machen können, aber das kommt mit der Zeit. Also, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr Affinity Designer benutzt, vergesst nicht, hier rauf zu klicken. Ja, das hier ist es. Ich hab's gerade vergessen. Na egal. Hier ist auf jeden Fall Pixel. Und das da ist, tut mir leid, ich hab's vergessen, wie es heißt. Gestern wusste ich es noch. Was soll's? Also, ihr seht hier unser Bild. Ich erkläre euch in einem anderen Video genauer die Tools. Hiermit kann man halt Quadrate festlegen, hier mit Kreise, hier mit solche, hier mit kann man es bewegen und hiermit auch. So, das Lasso-Tool, damit kann man einfach, ja, irgendwie freihand irgendwas rummalen. Nicht besonders spannend. Naja, das ist das Pinsel-Tool, das brauchen wir nicht. Das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, ist dieses hier. Und natürlich der Radiergummi, aber na gut. Das hier ist das Tool zum Pixeln. Wir brauchen die Farbpipette natürlich auch. Ja, Leute, kommen wir alles zu. Nicht so aufgeregt sein. Also, als allererstes klicken wir mal kurz aufs Bild drauf. Funktioniert irgendwie gar nichts, Alter. Hallo? Nein. Okay, wir beenden erstmal unsere Auswahl. Können wir da mal bitte draufklicken? So. Jetzt verstehe ich das. Ich bin ja mal wieder blöd. Wie groß ist denn das?
50. 500? Hundertfünfzig, 525, so, das Bild, was ihr habt, ist ein bisschen weniger als 525 Pixel groß. Ich denke mal, es sind 520. Nicht ganz 520 Pixel. Deswegen würde es sich empfehlen, mit 50er Schritten hier ranzugehen. Jetzt brauchen wir erstmal eine Idee. Also, wir machen ein Tutorial Pack. Es bietet sich an, für das Bild Cinema 4D zu nehmen. Aber das war so teuer, da wollte ich sogar kein Geld für ausgeben. Ich zeige euch das mal eben kurz. Cinema 4D übrigens, bestes Programm. Cinema 4D. Bestes Programm, leider übelst teuer. Das war die falsche Seite. Verzeihung. Maxen.net war es. So. Kaufen. Schaut euch das mal an. 3000 Euro. Wollt ihr mich verarschen? Das Programm kostet 3000 Euro. Nein, kaufe ich nicht. Nicht kaufen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Wer gibt denn 3000 Euro für ein Programm aus? Na gut, Cinema 4D kann auch ziemlich viel, aber vergleichsweise ist 3400 Euro trotzdem noch viel. Und wenn man das hier für unendlich hat, dann einmalige Zahlung. Und wenn man das hier vergleicht, dann ist das schon. Weil, guck mal, wenn ich hier sage, ich möchte jetzt ein Jahresabo haben. Ich möchte jetzt, by the way, vielleicht, gut, rechnen wir, das sind vielleicht 50 Euro für ein Jahr. Das bedeutet ja im Großen und Ganzen, dass wir 20 Mal, dass wir haben müssen, um das zu rechnen, das heißt 20 Jahre, Leute, was laber ich eigentlich über Cinema 4D? Naja gut, also, was ich jetzt erstmal mache ist, weil es mir hier überhaupt gar nicht gefällt, so, erstmal 500 Pixel ausgewählt, da können wir ruhig auch 600 nehmen, nicht 60, oh, 600, so, dann einmal alles ausradieren, denn wir wollen ein ganz neues erstellen. Dafür muss ich jetzt zwangsweise mal doch in dieses Ding hier gehen, weil es ansonsten blöd aussieht. So, dafür klicken wir hier hin und schreiben einmal Tutorial. So, dann machen wir das Tutorial ganz oben in die Ecke. Dann ziehen wir Tutorial ganz groß. Wir ziehen Tutorial ganz lang. Guck mal, das wird gleich echt behindert aussehen. Wir können es zwar lang sehen, aber nicht so groß. So, dann haben wir hier das Tutorial. Und dann können wir den Hintergrund, falls ihr euch mit Affinity Designer nicht so gut auskennt, es macht nichts. Ich mache jetzt kein Affinity Designer Tutorial. Machen wir das mal, machen wir das rot. Ja komm, machen wir das rot. Und dann machen wir diese Seite grün. Grün kommt diese Seite. So, dann schieben wir das hier. Und dann sieht er das gut aus. Dann machen wir, sagen, speichern. Und dann sagen wir reduziert. Ganz wichtig, reduziert. Nicht speichern unter, sondern reduziert. So, wenn wir jetzt hier hingehen. Ja, fertig. Source Packs. Wir müssen das Spiel nochmal beenden. Für sowas, das habe ich nicht getestet, muss man tatsächlich das Spiel beenden, damit es sich aktualisieren kann nochmal. Haben wir das jetzt überhaupt abgespeichert? Einen Augenblick. Findet ihr seiner beenden. So, zurück in Finder. Dann sehen wir, dass die Pack-Dings ist da. Und wir starten Minecraft noch einmal. Und dann wäre der Part für heute beendet. Wenn wir das fertig haben. Und dann erkläre ich euch in der nächsten Folge, wie weiter geht. So, wir warten jetzt erstmal auf Minecraft. Okay. Ja, also. Sehr gut. So, Optionen, Resource Packs. Yay, unser Bild ist da. Sehr gut. Und es sieht nicht mal ganz so verkehrt aus.
Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. So, dann lassen wir das Spiel, wie gesagt, offen. Ab jetzt können wir es offen lassen. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Like, Abonnieren, kommentieren, alles, was ich sonst sage. Freut euch auf den nächsten Teil von Resource Pack erstellen in Minecraft.